So, willkommen wieder zu einer weiteren Folge Pokémon Go und wir wollen mal wieder eine Gen 4 Entwicklung durchführen. Dazu müssen wir erstmal eine Aufgabe hier noch lösen, damit der Feldforschungsdurchbruch kommt. Entwickel ein Mauzi, habe ich noch übrig als Aufgabe, da wollen wir erstmal fix reingehen. Ja, mit der Meltan-Box muss ich nämlich auch noch machen, habe ich mir vorhin wieder rüber gedascht. Da seht ihr, ich habe nur zwei Alola-Mauzi, ein 100er und das hier, deswegen werden wir das fix entwickeln, denn das 100er wollen wir so lassen. Da bräuchte ich erst ein zweites, aber ich kriege die gar nicht mehr so häufig. Sind die denn noch drin? Eigentlich ja, aber man will ja jetzt die Baby-Pokémon aus den 7er Eier brüten, beziehungsweise natürlich die Shinies aus den 7er Eier brüten, was aber trotzdem auch Baby-Pokémon sind. Jetzt haben wir also dieses hässliche Snobillikat entwickelt mit dem Schwellschädel, gehen mal zurück, lösen die Aufgabe ein, bekommen den Forschungsdurchbruch, die Kiste wird gleich geöffnet, hier haben wir erstmal ein Eboli und obwohl das aus der Aufgabe ist, die während des Special Days da war, diesem Pokémon-Tag zur Feier von Pokémon, zur Entstehung, der Geburtstag, hat es jetzt aber beim Einlösen nicht mehr diesen Blumenkranz. Das war anders wie bei Perlu. Bei Perlu natürlich, wenn ihr da die Aufgaben nachträglich gemacht habt, habt ihr da trotzdem noch euer Perlu rausgezogen. Beim Eboli eben nicht. Das hat, wenn ihr es jetzt erst einlöst, keinen Kranz mehr. Jetzt wollen wir hier mal schauen, was da drin ist. 2000 Staub, 5 Hyperbälle, 3000 Erfahrungspunkte. Begegnung beginnen und wir haben ein Raikou, da sind jetzt auch neue Sachen drin, beziehungsweise die Vögel sind raus, also Arctos, Zapdos, Lavados könnt ihr nicht mehr bekommen, dafür ist glaube ich Lugia und Ho-Oh noch drin, dann eben die drei Raubkatzen, Raikou, Entei, Suicune und jetzt ganz neu auch die Regis, wem die also fehlen, der kann jetzt auch Regi Steel, Regi Rock und Regi Eis bekommen. Da die ja eh nicht fliegen können, nehmen wir wieder mal eine gelbe Beere. Ja, und werfen den Ball daneben. So muss es sein. Vielleicht hätte ich doch auf den Angriff warten sollen. Und jetzt hängt es schon wieder übelst hinterher. Aber kein Problem, das werden wir auch eintüten. Und dann mal schauen. Denn heute habe ich eine ganz besondere Gen 4 Entwicklung vor, da wird sich der Iswo ganz besonders freuen. Aber ihr wisst natürlich schon, denn es steht ja im Titel oben drin. Das ist sie nur, sie brauche eigentlich gar nicht geheimnisvoll tun und sagen, hey, ihr werdet gleich sehen, was kommt, es ist ja eh, es steht ja oben dabei. Also ist es ja eh keine Überraschung mehr. Aber erstmal das Raikou mitgenommen mit 6 Bonbons, Kanzpedalen aufnehmen, KP, Verteidigung. 15, also 2 Werte auf 15 ist ein relativ gutes, können wir ja nachher nochmal bewerten oder ich blende das hier ein, je nachdem, keine Ahnung, wenn ich es nicht vergesse. So, jetzt haben wir hier nämlich alles gelöst und heute kommen wir, weil der Iswo immer fragt, ob ich meinen Schlotzer schon entwickelt habe, geben wir mal ein, Schlotzer und wählen uns hier das Schlurp aus. Das sieht nämlich lustig aus, da werden wir mal 2 Power-Ups drauf geben. Eins wohl seiner absoluten Lieblings-Pokémon. Beziehungsweise, wir pushen das jetzt wieder bis 2 Pushs noch übrig sind, 2 Power-Ups und melden uns gleich zurück. 666 Bonbons auch noch, sehe ich jetzt erst. Gut, aber bis gleich. So, und da sind wir zurück. 2 Power-Ups sind noch da und entwickeln wollen wir es auch noch. Wir gehen noch mal kurz auf die IV checken. Das ist wieder mal Deutsch. Kann es im Kampf mit allen aufnehmen. KP, Angriff, Verteidigung. Beste, die ich je gesehen habe. Und jetzt wollen wir das Ganze mal entwickeln mit dem Sinnoh-Stein. Eine weitere Gen 4 Entwicklung. Tangela zu Tangolos müssten wir auch noch machen. Das wäre natürlich auch noch eine coole Sache. Da weiß ich aber gerade nicht, ob ich ein gutes habe. Also kann sein, dass das noch dauert. Ja. Und seine Zunge hat es natürlich behalten, obwohl es bei der Animation plötzlich keine Zunge hat, weil es dann die einzieht. Ja, das ist komisch. Wenn man auf Schlupp drückt natürlich, da kommt die Zunge extra raus und schlappert rum. Wenn man auf Schlupp leck, oder wie das auch immer heißt,
muss mal kurz wegmachen. Ich habe keine Ahnung. Schlurpleck. Da drückt ihr drauf und dann hat er keine Zunge mehr, weil er die wahrscheinlich verschluckt. Jetzt geben wir mal wieder die 100 ein. Machen die letzten zwei Power-Ups natürlich. Jeweils 15 Bonbons, 10.000 Staub. Bekommt auch nur 18 WP dazu. Aber egal, denn der Power-Up-Button ist weg. Und ein weiteres Gen 4 Pokémon auf Level 40 mit 100%, 2467 WP. Ja, sieht schon lustig aus. Überall alles knubbelig und vor allem von der Seite natürlich, wie die Zunge immer auf den Bauch plätschert. Aber das war's von meiner Seite aus. Habt ihr auch schon einen Schlurpleck entwickelt? Dann schreibt's mal in die Kommentare, wie findet ihr das Pokémon natürlich. Sieht aus, als wäre es hier so ein Latz, wie Bud Spencer immer, wenn der in seinen Filmen dann gegessen hat, dass man sich da nicht vollkleckert. Auf jeden Fall lustig, Isbo freut sich auch, der hat das immer drin, als Buddy, als sonst was. Der geht ja total ab bei dem Pokémon, deshalb Grüße nochmal an Isbo. Und weil er gesagt hat, wann ich das endlich entwickle, habe ich es jetzt gemacht, für ihn extra. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann. Nächstes Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.